The Money Honey, Folge 107. Show me the money, honey.de. Yeah, Digital Moneymaker Erfolgspodcast. Rund um so viel mehr als nur Geld. Für deinen persönlichen Erfolg. Von und mit Gunnar Kessler. Hallo liebe Digital Moneymaker und Erfolgsfreunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Show Me The Money, Honey. Leute, und ihr werdet nicht glauben, ich sitze jetzt heute hier in Dresden mit einem waschechten Dresdner und ich freue mich riesig, weil wir beide halt hier in Dresden unsere Heimat haben. Ich sitze hier mit Gunnar Kessler und viele von euch werden ihn kennen. Gunnar ist mehrfacher Unternehmer, er ist im Online-Marketing groß geworden, er hat extrem erfolgreiche Firmen auf die Beine gestellt. Gunnar ist 40, lebt mittlerweile in Berlin, tourt aber, glaube ich, durch die ganze Welt auf verschiedenen Vorträgen und natürlich mit seinem Business. Er bringt Menschen in die Möglichkeit, gutes Geld zu verdienen, worüber wir jetzt auch gleich hier im Podcast sprechen werden. Was gibt es sonst noch zu sagen? Ich glaube, Gunnar hat das Ziel der finanziellen Freiheit nicht nur verstanden, sondern er hat es erreicht, er hat es für sich umgesetzt und wie gesagt, er hilft anderen Menschen dabei, dieses Ziel für sich ebenfalls zu erreichen und umzusetzen. Also herzlich willkommen, Gunnar, hier in meinem Podcast. Ja, hallo Sven, hallo liebe Zuhörer. Cool, hier dabei zu sein. Richtig reich, gefällt mir natürlich richtig gut, weil das ist das, was wir doch alle irgendwo wollen. Das ist doch das Ziel. Da will doch jeder irgendwo hin. Und vor allem die es nicht zugeben. Genau so ist das. Und deswegen ist es für mich extrem spannend zu sehen, wo die Reise heute hinführt. Wir sitzen nämlich jetzt hier in Dresden in einem ziemlich coolen Restaurant, haben den Blick so ein Stück weit über die, ja, über die Trennlinie zwischen Altstadt und Neustadt. Und insofern lasst uns einsteigen, lieber Gunnar. Es gab ja eine Zeit vor deinem Erfolg. Und jetzt ist es natürlich für mich mal spannend zu wissen, wie verlief die Karriere bis zu dem Moment, wo du die Entscheidung getroffen hast, ein eigenes Business auf die Beine zu stellen? Ja, also das Interessante ist, dass die Entscheidung, die ursprüngliche Entscheidung, wirklich unweit von hier, das sind, ich glaube, Luftlinie noch nicht mal 200 Meter, das ist der Ort, wo die Entscheidung gefallen ist vor vielen, 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 vielen Jahren. Hab damals meine Ausbildung gemacht zum Bürokaufmann in Dresden bei Intecta Möbel am Altmarkt, damals riesengroßes, bekanntes Möbelhaus. Hab dort, wie gesagt, die Ausbildung zum Bürokaufmann gemacht, aber es war echt eine... Ja, sprechen wir einfach durch, war eine Scheißzeit, ja. Ich war 18, durfte zu Hause ausziehen, mit Nachdruck, heute. Also quasi bin ausgezogen worden. Und habe dann 743 Mark Lehrlingsgeld gehabt und eine Miete von einer wirklich furchtbaren Wohnung mit Ofenheizung, kaputten Fenstern und so weiter von 400 Mark. Da kannst du dir vorstellen, da bleibt nicht so viel übrig. Und ich hatte damals noch ein Auto, um vom Stadtrand hier reinzukommen, um hier arbeiten zu können. Und Mitte des Monats war, wie man sagt mal so schön, am Ende des Geldes war noch so viel Monat übrig. Okay. Das war genau der Punkt, an dem ich war. Und hab dann eine echt schlaue Idee gehabt. Ich habe mir so gedacht, Mensch, du, Geld ist alle. Sprit geht nicht, Zugticket geht auch nicht. Wenn ich jetzt zu Hause schlafe, komme ich nicht auf Arbeit. Das bringt mich um noch größere Probleme. Ich kriege nämlich am Ende des Monats kein Geld mehr. Also ziemlich blöd. Das heißt, ich muss irgendwie, Hauptfokus ist auf Arbeit sein. Bei meiner Lehre da. Dann habe ich gesagt, weißt du was, wenn ich das Auto dort im Innenhof parke, da waren Parkplätze, und im Auto schlafe, und wir reden nicht von Auto, wir reden von einem Nissan Micra, Micra wie mickrig. Wenn ich das Auto da parke, im Auto schlafe, morgens auf Arbeit dusche, was zum Glück ging, dann kann ich arbeiten und am Ende des Monats gibt es wieder Geld. Gesagt, getan. Und wie gesagt, ich gucke so schräg hier rüber, das ist 200 Meter Luftlinie, wo dieses Auto dann stand und ich habe dann im Auto geschlafen. Und das war, ja, das kannst du dir vorstellen, Nissan Micra, ne? Da liegst du drin, wachst auf, egal wie jung du bist, egal wie motiviert du bist, dein Nacken ist steif, es war kalt, es war einfach nur unbequem. Und Entschuldigung, ich glaube, das ist auf jedem Campingplatz gemütlicher, weil du ja da wahrscheinlich sogar noch Gemeinschaftsduschen hast, auch wenn es jetzt nicht um das gemeinschaftliche Duschen geht, aber du hast zumindest eine Möglichkeit, Körperpflege zu betreiben, bevor du ins Büro gehst, Zähne zu putzen und zumindest halbwegs aufgeräumt irgendwie deinen Arbeitsplatz zu beziehen, oder? Absolut richtig, ja. Und ich werde nie diesen Moment vergessen, mir geht eine Gänsehaut runter, wenn ich darüber spreche. Novembermorgen, 3 Grad, regnerig, ich wach auf in diesem Nissan Micra, steifer Nacken, Hunger, schon 2 Tage nichts gegessen und ich gucke so rüber
sehe den Eingang von Arbeit und denke, ich habe die Schnauze so gestrichen voll. Das kann es doch nicht sein. Weil selbst wenn ich meine Lehre hier weitermache, wenn ich hier dann übernommen werde, was ja auch in Frage stand, dann habe ich 300-400 Mark mehr. Okay, damit kann ich dann nach Hause fahren, aber so ein wirklich geiles Leben wird da nicht draus. Mhm. Und also so mal so ein neues Auto leisten, ein paar Urlaube oder so, wird damit einfach nicht drin sein. Und das soll meine Zukunft sein? Ich habe gesagt, so durchgefroren und einen steifen Nacken, habe ich gesagt, Schluss, aus, Ende, das war's. Das ist nicht mein Lebensweg. Und ich habe meine Lehre dann noch fertig gemacht, weil es war im letzten Lehrjahr. Und habe dann den dümmsten Rat meines Lebens bekommen und auch noch drauf gehört. Das war nämlich, mach doch dein Hobby zum Beruf. Okay, ich habe das schon mal in einer deiner Podcast-Folgen mitgenommen, dass das eigentlich die schwachsinnigste Idee ist, die man sich so überlegen kann. Bin sehr gespannt, was du da gleich weiter dazu erzählst. Jetzt muss ich aber nochmal einen Gedanken einwerfen. Wenn du gerade beschrieben hast, November morgen, ja, also da muss ich ja gleich an Guns N' Roses denken, November Rain, ja. Wie sich so ein trüber, trister Tag anfühlt, das könnte quasi auch, wenn man ein bisschen Visualisierungsvermögen hat, so eine Szene aus einem Film sein, wo ein geiles Leben raus entsteht, weil einem in so einem Moment irgendwie ja, aufwacht, oder? Muss man sich dazu vorstellen? Ja, so die Verbindung zu November Rain, dem Titel habe ich noch nie gebracht, das ist total cool. Und ja, das ist so, das war wirklich, das war filmreif. Also im Nachhinein, wenn ich daran zurückdenke, und überlege, das wäre so die Story, dieser Beginn, dieser Start eines geilen Filmes gewesen. Absolut. Mhm. Und damals, wie gesagt, den Hinweis bekommen, mach doch dein Hobby zum Beruf. Was war mein Hobby? Wir haben Diskothekenbeleuchtung gemacht, Eventbeleuchtung, haben nachts im DJ-Pult gestanden, im Club, haben die Beleuchtungsanlage bedient. Das war cool, das war klasse. Und jetzt sind wir auf die Idee gekommen, ich starte einfach mal mit 3 Freunden eine Firma und machen das Ganze halt hauptberuflich. Grundgedanke war cool, der Plan war echt scheiße. Es ging voll daneben. Wir hatten alle 4 keine Ahnung von Unternehmertum, wir hatten keine Ahnung vom Selbstständigsein, ich hatte minimale Ahnung von Buchführung und die anderen 3 Jungs gar nicht, weil sie da durch die Lehre und das, was sie vorher gemacht haben, überhaupt keinen Bezug zu hatten. Lange Story kurz, das Ding musste vor den Baum gehen und das ging es auch. Also das war ein Absturz und wenn ich vorher finanziell nicht ruiniert war, dann war ich es hinterher. Und das war dann 2002, als das Ganze wirklich am Tiefpunkt war, am Ende war, damals noch im großen im Hochwasser hier in Dresden, was damals die Stadt durchspült hat. Und dann haben wir überlegt, wie kommst du jetzt irgendwie wieder auf die Beine? Hatte damals aber noch nie was von Ziele setzen, von Erfolgstraining, von Mindset, also einer nie was gehört gehabt. Und habe mich erstmal so mit Gelegenheitsjobs über Wasser gehalten. Irgendwie saniert mit Promos, ja, im Markt Flyer verteilen, Saftproben verteilen. Im Osterhasenkostüm bin ich durch die Gegend gesprungen und habe Luftballons an Kinder verteilt, weil es da 10 Euro die Stunde für gab und so weiter und so fort. Was geht einem in so einer Zeit eigentlich durch den Kopf? Weil alles, was man in dem Moment macht, und ich kenne das auch in meiner Überbrückungsphase, als ich zwischen meiner ersten Berufsausbildung und meiner zweiten Berufsausbildung bei der Bank versucht habe, irgendwie auch ein bisschen mehr Geld zu verdienen, war ich Barkeeper. Ich habe genauso wie du Promos, ja, Zigarettenwerbung verteilt oder war halt, wie gesagt, in Bars unterwegs. Aber das sind ja alles finanzielle Kompromisse. Das sind ja alles, ja, ich sag's mal, unzufriedenstellende Situationen. Was ist dir in dieser Zeit durch den Kopf gegangen? Und vor allen Dingen, was war vielleicht auch nochmal, was hatte eine Auslöserfunktion im Sinne von, dass du eine Idee kriegst, wo du hin willst und wo du sagst, jetzt habe ich was, das möchte ich ein bisschen intensiver anpacken und es nicht nur versuchen. Ja, also es war damals, es war Frust, jede Menge Frust. Weil, wie du schon sagst, weißt du, du stehst auf und wenn der Tag richtig perfekt läuft, dann hast du so viel, dass du gerade über die Runden kommst. Mhm. Und manchmal ist es halt irgendwie anders gelaufen. Alles eine echt unschöne Zeit, wenn ich dann daran zurückdenke. Ich habe dann aber so langsam, aber sicher mich so ein bisschen hochgearbeitet, habe dann mehr in Mediamärkten gearbeitet als Promo. Und dort habe ich immer die Außendienstler gesehen. Ja, die kamen immer rein, die kamen mit einem tollen neuen Auto, die kamen im Anzug, die hatten eine tolle Aktentasche dabei. Das war für mich damals so, wow, wenn mein Leben nur so aussehen würde, wenn ich so ein Auto fahren würde, dann wäre alles perfekt. Und habe dann gesagt, okay, irgendwie muss der Außendienstler werden. Und habe das tatsächlich dann auch wieder mal ein Ziel, das erste Mal so ein Ziel gehabt. Und habe auch einen Job im Außendienst bekommen. Nur um dabei festzustellen, dass das
noch schlimmer war als alles andere vorher. Ich habe die ganze Zeit im Auto gesessen, ich habe die Hälfte meines Lebens auf der Autobahn verbracht, bin von Kunde zu Kunde, von Markt zu Markt gelaufen, habe versucht, da irgendwie was zu platzieren. Und wir hatten in dem Außendienstteam damals einen Kollegen. Und der war gut gelaunt. Und der hat immer erzählt, in 3 Jahren habe ich es geschafft. In 3 Jahren kaufe ich mir ein Wohnmobil, ich gehe in Rente und fahre mit meiner Hilde um die Welt. Heißt, er hat das ein Ziel gehabt zu leben. Ja, so dieses, dann endlich kann ich leben. Und ich habe mir immer gedacht, boah, ich habe da noch 30 Jahre, bis ich da bin. Der hat es ja gut, ne? Der hat es gleich geschafft in 3 Jahren. Und genauso zu dieser Zeit war ich auf einem Seminar von Tony Robbins gewesen, was ein totaler Life-Changer war. Was absolut, plötzlich wusste ich, man kann Ziele setzen, man kann, da geht mehr, es gibt ein anderes Leben. Und Tony Robbins stellt auf einem Seminar eine Frage, wo bist du in 30 Jahren? Wo bist du, wenn du diesen Weg weitergehst und wo willst du sein? Und ich hatte keine Ahnung, wo ich in 30 Jahren sein soll. Ich hatte keine Vision, gar nichts, nichts. Und ich sinne so über diese Frage nach, wo werde ich denn sein? Ich sitze im Auto und plötzlich klingelt mein Telefon. Es ist ein Kollege aus dem Außendienst dran. Und der erzählt mir, dass eben dieser Kollege, der mit seiner Hilde um die Welt fahren wollte in 3 Jahren, leider einen Herzinfarkt hatte, ganz blöderweise bei 180 auf der Autobahn, linke Spur, ist natürlich ungebremst in Brückenpfeiler eingeschlagen. Und das war's. Das war das Ende seines Lebens. Und das war für mich ein Moment, und ich habe schon wieder eine Gänsehaut, wenn ich drüber spreche, das ist unglaublich, wo 2 Sachen ganz, ganz traurig waren. Einmal, ich habe einen Kollegen verloren, den ich mochte. Und zweitens, ich hatte die Antwort auf meine Frage, wo bin ich in 30 Jahren? Ich werde irgendwann, irgendwie, wenn ich es noch 30 Jahre schaffe, werde ich sinnbildlich vor irgendeinen Pfeiler fahren und sterben, bevor ich je gelebt habe. Das war so diese Negativklarheit, die mir plötzlich kam. Und es hat von diesem Anruf, wo ich das erfahren habe, zum nächsten Anruf, ungefähr 90 Sekunden gedauert. Der nächste Anruf war bei meinem Chef und hat gesagt, ich kündige. Ich bin raus. Das ist nicht mein Leben. So werde ich mein Leben nicht verbringen. Hatte ich damals einen Plan B? Wusste ich, was ich machen will? Nein, keine Ahnung, aber ich habe gesagt, ich bin hier raus, das ist nicht mein Weg. Und natürlich kommst du dann nach Hause, freust dich, okay, du hast ein neues Leben gewonnen. Zwar keine Ahnung, wie es aussehen soll, aber du wirst erstmal definitiv nicht in 30 Jahren vor diesem Brückenpfeiler fahren. Dann habe ich mich hingesetzt, habe 3 Listen geschrieben. Was kann ich? Die war nicht besonders lang damals. Da stand drauf, ich kann verkaufen und das war schon gemunkelt, weil so wirklich der Hellste im Außendienst war ich nicht. Da stand drauf, ich kann Geld im Internet verdienen. Da war ich selber erschrocken, dass ich das da drauf geschrieben habe. Warum kann ich das? Weil ich hatte mal ein E-Book gelesen, da stand das drin. Da stand drin, wie man das so macht, weil ich hatte irgendwann mal in einer Frustsituation, hatte ich googelt, da so ein E-Book gefunden, habe das gelesen, fand das auch ganz interessant, aber habe nichts damit gemacht. Und da war interessant, dass das auf meiner Liste steht. Dann lassen wir das da erstmal stehen. Dann die Liste, was will ich? Ich wollte viel Zeit mit meiner Tochter verbringen. Ich wollte natürlich viel Geld verdienen. Ich wollte viel Freizeit haben. Ich wollte die Welt sehen. Ich wollte tolle Autos fahren. Ich wollte einfach dieses freie, glückliche, reiche Leben. Ja? Und ich glaube, es stand auch drauf, ich wollte Millionär werden. Und dann kam die Liste, was will ich nie wieder? Und die kann man wunderbar zusammenfassen mit einem Zitat von Dieter Bohl. Er schreibt nämlich in seinem Buch, warum er denn unbedingt reich werden wollte, warum er das ganze Geld wollte. Und er hatte Dieter Bohlen schreibt da so wunderbar, damit ich nie wieder machen muss, was irgendein Vollpfosten mir sagt. Und dieser Vollpfosten, der ist ja sinnbildlich. Ja? Der steht für den Chef, der dir sagt, wann du Urlaub zu machen hast, wann du dich zu erholen hast, wann du zu arbeiten hast und ob du am Mittwoch um 14 Uhr zur Vorführung, Tanzvorführung deiner Tochter gehen kannst oder ob du nur arbeiten musst. Mhm. Der Vollpfosten steht aber auch sinnbildlich für diesen hässlichen kleinen Plastikwecker, der dich jeden Morgen aus dem Schlaf reißt, obwohl dein Körper sagt, ey, ich will noch schlafen, ich brauche noch Ruhe. Und dann ist schon wieder dieser kleine Wecker-Vollpfosten, der dir sagt, jetzt steh auf und geh arbeiten. Und ich wollte all das nicht mehr. Und ich wusste, ich will dieses tolle, reiche, freie und glückliche Leben. Wie ich mal sage, reich, frei und glücklich. Das war das, was auf der Zielliste steht. Wenn du gerade Vollpfosten sagst, dann habe ich noch ein anderes Synonym dafür. Nämlich, und das ist das, was die meisten Menschen treibt irgendwo, das ist die Not. Das ist die Not, den Kühlschrank voll zu kriegen. Das ist die Not, die Rate fürs Auto bezahlen zu können. Das ist die Not, die Miete verdienen zu können.
Das heißt also, es gibt so viele Menschen da draußen und ich bringe das Beispiel auch immer wieder gern, weil ich selber liebe Autofahren. Und zwar egal, ob morgens, mittags, abends, ich liebe Autofahren. Und was mich dabei natürlich immer wieder einholt oder erreicht ist, wenn du in der Stadt unterwegs bist, der Blick in die anderen Autos bei den Menschen, die dir entgegenkommen. Und wenn du jemals morgens zwischen 6 und 8 Uhr oder 6 und 9 Uhr durch die Stadt fährst, und zwar egal in welcher Stadt in Deutschland, und du guckst in die Autos, wie viele Gesichter siehst du, denen die Freude auf den Job förmlich aus dem Gesicht springt? Ja? Das ist eher selten. Und deswegen, für viele ist ein Job zu machen, ja auch gewisserweise verbunden mit der Konditionierung, die viele Menschen mitnehmen über das gesamte Leben. Mach einen Job, damit du dir halbwegs ein Leben erlauben kannst, das ich Leben nennen kann. Ja? Wobei jeder hat natürlich seine eigene Definition von Leben und von der Qualität, die das Leben haben darf oder soll. Aber ja, Not ist für mich da echt so ein Synonym für diesen Vollpfosten, der dir sagt, was du tun musst, weil dir vielleicht noch die Tür verschlossen ist oder du die Tür noch nicht gefunden hast, durch die man durchgehen kann, um mit dem, was einem das Leben schon mitgegeben hat, was auf die Beine zu stellen. Gunnar, jetzt haben wir ein bisschen drüber gesprochen, was so passiert ist, bis du überhaupt mal angefangen hast, jetzt ganz konkret loszulegen. Jetzt haben wir ja vorhin in der Einleitung gesagt, oder ich habe gesagt, du bist ein sehr erfolgreicher Mehrfachunternehmer im Online-Business. Wie ist es denn jetzt dazu gekommen, dass du im Online-Marketing Fuß gefasst hast, dass du deine ersten Ideen kreiert hast und dass daraus auch was richtig Großes geworden ist? Kannst du die Story irgendwie mal so ein bisschen beschreiben? Ja, und diese Story, dieses Kapitel der Story beginnt genau mit diesen drei Listen. Ich habe mir überlegt, okay, wie kriege ich diese drei Listen unter einen Hut? Wo ist die Schnittmenge? Ja, kennst du das, wenn du so Kreise zusammenbringst, irgendwo ist eine Schnittmenge. Mhm. Und da stand da drin, Geld verdienen im Internet. Ja, das hatte ich mal gelesen. Da ging es darum, wie du Menschen hilfst, Probleme zu lösen, mit Informationen, ja, wie du ihnen ihre Fragen beantwortest, das in ein Infoprodukt verpackst, also ein Buch, ein E-Book, ein Videokurs, was auch immer, und das dann übers Internet vermarktest und daran einen Profit machst. Okay, weil ich wusste damals, das Geld, was wir verdienen und was wir haben, ist einzig und allein ein Maßstab für den Wert, den wir anderen Menschen liefern. Heißt, wer mehr verdienen will, muss mehr Wert liefern. Wert liefern steht für das Leben einfacher machen, Probleme lösen, das Leben schöner machen, schneller machen, wie auch immer. Ne, dass wir einen Wert erfahren dadurch. Und ich wusste, ein Unternehmer hilft Menschen, ein besseres Leben zu leben, also Wert zu liefern, Probleme zu lösen und so weiter. Und ganz wichtig, macht dabei einen Profit. Und die zwei Dinge hatte ich im Kopf. Da habe ich mir überlegt, okay, das Internet gibt mir die Möglichkeit, alle Menschen, ja sogar auf dem Planeten zu erreichen, nicht nur in Deutschland, das rund um die Uhr zu tun, wo es unabhängig ist, wo ich bin und wann ich das mache. Das gibt mir all die Freiheit, meine Tochter aufwachsen zu sehen, für sie da zu sein. Ich kann das so viel oder so wenig machen, wie ich will. Und das Potenzial ist immer größer, weil wenn ich mehr verdienen will, muss ich einfach nur mehr Menschen erreichen. Und das ging damals los mit einem ganz, ganz simplen Produkt. Also so simpel, dass mir schon heute schon fast peinlich ist. Ich hatte damals so einen ziemlich alten BMW. Also es lief schon etwas besser als mit dem Nissan Micra, aber trotzdem noch eine recht alte Karre gewesen damals. Und der hatte so ein Navi drin. Und da war früher ja ganz normale Kartendarstellung 2D. Und 2006, als das Ganze war, kam so die neue Ansicht raus. Der neue BMW, dreidimensionale Ansicht im Navi und so weiter. Das wollte ich natürlich haben. Bin zu BMW und sage, ey Leute, das möchte ich gerne in meinem Auto haben. Und die haben mich regelrecht ausgelacht. Und gesagt, nee, da musst du ein neues Auto kaufen. Und damals, meine Situation, ich so 60.000 Euro für einen neuen BMW. Habt ihr einen an der Waffe, wo soll ich das herkriegen? Das war unvorstellbar. Ja? Aber ich war schon immer so ein Typ, wenn mir einer was sagt, das kannst du nicht, das geht nicht, dann erst recht. Mhm. Dann, da kommt so der Rebell. Ne? Dann habe ich gesagt, okay, warte mal, wir müssen das doch irgendwie hinkriegen, diese neue Ansicht in den alten BMW zu bekommen. Lange Story, kurz gemacht, ich habe einen Weg gefunden. Ich habe nämlich irgendwie dem Navi erklären müssen, nicht du bist in dem alten BMW eingebaut, sondern in dem neuen. Manchmal war ein Software-Update nötig dazu, manchmal nicht. Und schon ging das Ganze. Und ich sitze in meinem Auto,
freue mich wie so ein kleiner Schneekönig, wie so ein kleiner Junge an Weihnachten über diese neue Ansicht. Und viele Autofreaks können das nachvollziehen, wenn man so was Neues im Auto hat, was gerade so, das war cool. Und dann kamen mir die wahrscheinlich zwei wichtigsten Gedanken meines Lebens. Der erste war, Mensch, sag mal, wenn mir das jemand gesagt hätte und ich mir diese ganze Probierarbeit, Recherchearbeit und alles erspart hätte, dann hätte ich dem ein paar Euro gegeben dafür. Okay. Der nächste Gedanke, da war ein Kronleuchter, den hat wahrscheinlich, den hat ganz Deutschland gesehen, so hell muss der gewesen sein. Weil ich mir dachte, warte mal, wenn ich jemandem dafür Geld gegeben hätte, für diese Informationen, dann gibt es da draußen noch bestimmt eine Menge BMW-Fahrer, die gern die neue Ansicht hätten und durchaus bereit sind, für dieses Glück, was sie dadurch erfahren, ihr Leben wird besser, Wert geliefert, ein paar Euro zu bezahlen. Also habe ich mich hingesetzt und habe die Information, wie ich das denn umgeschaltet kriege, wie man das umgebastelt bekommt, umprogrammiert bekommt, in ein E-Book gepackt. Heißt ein 7-Seiten-PDF. Ja, also in Word geschrieben, Foto gemacht, da drücken, beschrieben, 7 Seiten. Und habe das Ganze direkt mal auf eBay gestellt. 2 Tage später der erste Verkauf. 7 Euro. Die wichtigsten 7 Euro meines Lebens. Die wichtigsten 7 Euro meines Lebens. Weil ich wusste, ey, Menschen sind bereit dafür zu bezahlen. Und 2 Tage später schreibt mir dieser Kunde, das ist ja so genial. Er strahlte, er freute sich. Danke, 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 du bist der Beste. Ganz, ganz klasse. Und ich dachte, ey, den habe ich jetzt echt glücklich gemacht. Und ich habe 7 Euro dafür bekommen. Und ich sagte, Menschen glücklich machen, ihnen helfen, ist eine feine Sache. Das ist ja cool. Also werde ich jetzt noch mehr Menschen helfen, genau das zu tun, so glücklich zu werden. Und habe diese Anleitung wieder ins Netz gestellt und so, dass sie noch mehr von mehr Leuten gefunden wird. Und so ging das Ganze los. Da kamen die ersten 1000 Euro pro Monat. Dann kam, das war so kurz bevor ich diesen Moment hatte, wo ich gesagt habe, ich steige hier aus diesem Außendienstjob. Und dann saß ich halt da, okay, da hast du jetzt eine kleine Referenz, dass du ein paar Euro verdient hast an der Seite. Wenn ich das jetzt Vollzeit mache, wenn ich das jetzt mit meiner neu gewonnenen Freiheit, die ich durch die Kündigung hatte, wenn ich das jetzt Vollzeit mache und ich arbeite dieselben 10 Stunden, die ich vorher gearbeitet habe, weil ich war damals ein Arbeitstier, und ich verdiene mit einer Stunde am Tag, die ich vorher gemacht habe, verdiene ich ungefähr so 1000 Euro, wenn ich das 10 Stunden am Tag mache, dann muss ich doch auf alle Fälle mal so 3.000, 4.000 Euro verdienen können, und das war immer noch wesentlich mehr, als ich vorher im Außendienst hatte. Und da habe ich gesagt, weißt du was, das mache ich jetzt. Das ist mein Weg, weil damit kann ich all das, was ich wollte, dieses reiche, freie und glückliche Leben, das kann ich damit erreichen. Rückblickend hatte ich damals noch null Ahnung, keinen Plan, was damit alles möglich ist und wie es geht. Aber von dem Tag an habe ich mich von niemandem mehr abhalten lassen, von keinem mehr irgendwas raten lassen, von wegen such dir doch einen richtigen Job, das kannst du doch nicht machen, so einfach kann es nicht sein. War mir alles völlig egal, was die alle erzählen. Ich habe gesagt, ich ziehe das jetzt durch, und wenn es das Letzte ist, was ich tue, ich kriege das jetzt hin. Immer mit den Gedanken im Kopf, Wert liefern, Probleme lösen und dabei einen Profit machen. Ja, mein Lieber, das ist eine Mega-Story, und jetzt habe ich automatisch diesen Klick im Kopf, als wir vorhin mal kurz angerissen haben, mach dein Hobby zum Beruf. Und dass das der beschissenste Rat ist, den man haben kann. Weil aus dem, was du gerade erzählt hast, habe ich mitgenommen, dass das, was dich wirklich an den Anfang deiner Erfolgsstory gebracht hat, war eine kreative Eingebung. Das war nichts, wo du gesagt hast, ja, ich liebe es, E-Books zu schreiben, ich fühle mich ja schon immer berufen dazu, irgendwas Lyrisches abzuliefern. Du hast gesagt, okay, ich habe ein Problem, was ich selber hatte. Du hast das Problem gelöst, hast dir darüber Gedanken gemacht, wie du das löst, hast vielleicht auch ein bisschen deine technische Finesse einfließen lassen und hast dann die Idee entwickelt und gesagt, daraus mache ich jetzt eine anwendbare Anleitung für alle, die das Thema auch interessiert. Also in dem Moment kann man natürlich schon sagen, es ist nicht unbedingt erforderlich, dass du das Leben oder dass du ein Hobby zum Beruf machst, sondern wenn du mit Kreativität ausgestattet bist, und ich kann dich da nur zu gut verstehen, weil mir geht es auch immer so, dass ich ganz, ganz schnell in der Lage bin zu antizipieren, dass ich Ideen entwickle aus verschiedenen, ja, nennen wir es mal Herausforderungen oder Problemstellungen, und dann etwas kreiere, was spontan, aber wirkungsvoll ist. Was mich jetzt interessiert, Gunnar, in dem Zusammenhang ist ja, du hast ja den Schritt gemacht, du hast gesehen, es funktioniert.
Wie sehr konntest du dabei, weil ich glaube nämlich, dass das etwas ist, was viele Menschen für sich absolut unterschätzen, wie sehr konntest du dabei bewusst oder auch rückblickend, vielleicht unbewusst heute, auf Skills zurückgreifen, die du dir bis zu diesem Zeitpunkt angeeignet hast oder die ein Teil deiner Persönlichkeit waren? Ja, Skills, was war dazu nötig? Ich wusste halt, dass es, wenn ich ein erfolgreiches Business starten will, es ist völlig egal, ob ich das gern tue. Das ist gut, wenn es so ist. Ja, bei all dem, was wir gern tun, sind wir besser. Aber es war nicht nötig dazu, dass ich es gern tue. Und ich wusste immer nur, ich hatte gelernt vorher schon, ich kann dir nicht genau sagen, wann ich das gelernt habe, aber dass ich anderen Menschen helfen muss, ein besseres Leben zu leben. Ihr Leben besser machen. Und das war ein Skill, der mich schon immer, oder eine Sache, die mich schon immer beschäftigt hat. Und da haben sich meine Gedanken schon immer drum gedreht. Und das hat dann natürlich beim Start des Businesses und in der Startphase und heute noch natürlich extrem viel, viel weitergegeben. Und eine weitere Sache, die damals ganz, ganz wichtig war, ist, ein Nein nicht zu akzeptieren. Und ich sage, ich habe früher immer so eine Ausreden- und Bullshit-Allergie entwickelt. Was meine ich damit? Damals, wie gesagt, als ich da im Auto geschlafen habe, ne, kein Geld für nichts, also auch kein Geld für Essen gehabt. Ich habe immer von dem gelebt, was meine Arbeitskollegen mir mitgebracht haben. Die kannten meine Situation, ja, die haben dann immer was mitgebracht, die haben halt ein paar Pausenbrote extra geschmiert oder was auch immer. Aber manchmal hatte halt keiner was mit. Und manchmal hatte auch 3 Tage am Stück keiner was mit. Und da bin ich natürlich so extrem hungrig in diese Bitch-Phase, ne, wie ich es immer nenne, verfallen, wo ich genau wusste, wessen Schuld das ist. Es war die Schuld meiner Mutter, weil die hat mich rausgeschmissen. Es war die Schuld von meinem Chef, der hat mir zu wenig gezahlt. Und vor allen Dingen war es die Schuld von meinen Arbeitskollegen, weil die haben nichts mitgebracht. Waren also alle schuld, nur ich nicht. Und da habe ich sehr viel Energie drauf verwendet, um zu erzählen, wessen Schuld das ist. Und die anderen haben mir das auch geglaubt. Also ich konnte die Menschen davon natürlich überzeugen, dass es nicht meine Schuld ist, sondern die von den anderen. Was ich aber festgestellt habe, selbst wenn ich mein gesamtes Umfeld überzeugt habe, dass es nicht meine Schuld ist, der Hunger blieb da. Der Hunger blieb da. Wenn ich es aber geschafft habe, irgendwo ein paar Euro zu verdienen, weil ich, was weiß ich, einen Strauß Blumen für 3 Euro oder 3 Mark damals gekauft habe und für 6 Mark weiterverkauft habe, da waren 3 übrig, von denen konnte ich was essen. Dann ging der Hunger weg. Und da hat es damals bei mir Klick gemacht, dass der Hunger und die Probleme gehen nicht weg von Begründungen, Ausreden und Erklärungen, sondern immer nur von Resultaten. Das heißt, das habe ich damals mitgenommen, dass Erzählungen und was die Menschen erzählen und was sie dir begründen und wie sie Dinge erklären können, völlig egal, hat null Bedeutung. Das Einzige, was zählt, sind Resultate. Und das habe ich heute in meinen Coachings. Ja, ich meine, immer wieder kommen die Menschen dann und erklären, warum sie etwas nicht geschafft haben und warum das nicht geht. Und da sage ich immer, wir machen jetzt den Tankwart-Test. Und dieser Tankwart-Test, der steht symbolisch für alles im Leben. Was ist der Tankwart-Test? Ich sage immer, Erklärungen, Ausreden ist alles nichts. Einzige, was zählt, sind Resultate. Und wenn du zum Beispiel tanken fährst, du fährst an die Tankstelle, machst deinen Tank voll und da stehen, sag mal, 100 Euro auf der Uhr. Dann gehst du rein und der Tankwart erwartet, dass du ihm 100 Euro bietest. Dass du ein Resultat hast, nämlich dass du 100 Euro verdient hast. Wenn du jetzt reingehst und dem Tankwart erzählst, warum du die 100 Euro nicht verdienen konntest, warum du sie nicht hast, und erklärst ihm, wessen Schuld das ist, warum das so ist, und packst dein ganzes Geschichten-Sammelwerk aus. Wenn der Tankwart sagt, ja, das verstehe ich völlig, das ist in Ordnung, und lässt dich fahren, ohne dass du diese 100 Euro bezahlst, dann akzeptiere ich diese Geschichte auch. Wenn der Tankwart aber sagt, du, das ist mir völlig egal, was da los ist bei dir, ich erwarte jetzt diese 100 Euro von dir, weil du hast hier getankt für 100 Euro, erwartet ein Resultat. Und wenn wir das sinnbildlich sehen, im Leben, immer nur, dass das Resultat ist erreicht, es zählt nur das, was wir geschafft haben, was wir erreicht haben, das Resultat, nicht die Geschichte, warum wir es nicht haben. Und das beste Ding ist der Tankwart. Und wer das mal probieren will, viel Spaß. Probiert das einfach mal, ob der Tankwart euch ziehen lässt, getankt ohne zu bezahlen. Wird wahrscheinlich nicht passieren. Und genauso ist es im Leben. Die ganzen Stories und Geschichten, ich nenne sie gerne Ausreden und Bullshit, interessiert keinen Fuchs. Und das wusste ich damals schon. Und woher wusste ich das? Weil ich mal tanken war und kein Geld dabei hatte.
und habe dafür mächtig eins auf die Mütze bekommen. Der Tankwart hat das nämlich überhaupt nicht interessiert, warum ich das Geld nicht hatte. Und das habe ich mitgenommen. Das war ein Skill, den ich vorher hatte, der mir dann im Business wirklich geholfen hat. Dass ich immer gesagt habe, okay, das funktioniert jetzt nicht, weil eBay hat seine Policies geändert. Das funktioniert jetzt nicht, weil PayPal akzeptiert das nicht. Was auch immer das war, war meine Frage immer, würde das der Tankwart akzeptieren? Nein? Gut, dann muss ich einen anderen Weg finden, dass ich es hinbekomme. Und das war immer so dieses, ich muss einen Weg finden, wie ich es hinbekomme. Das war wahrscheinlich der wichtigste Skill überhaupt, den ich mitgenommen habe. Das ist eine ziemlich coole Story. Und ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Weil vielleicht hast du das jetzt für dich auch als völlig normal abgetan oder hast es als das genommen. Aber faktisch ist es ja auch so, dass es ist zwar gut, wenn du sagst, es muss ein Resultat her, aber es ist ja auch die Art und Weise, wie du diese Resultate erzielst. Na, also dieses Thema Zielstrebigkeit, dieses Thema, sich Gedanken darüber zu machen, wie du das Problem löst. Na, also du musstest ja erstmal auf die Idee kommen, dass in dem Moment, wo du ein E-Book schreibst, dass die Vermarktungsstrategie sich wahrscheinlich eher übers Internet als über eine Briefsendung erzielen lässt. Ja. Also auch diese klassische Logik, die sich in so einem Verkaufsprozess entwickelt, dass das Bewusstsein dafür da ist. Und so hat ja jeder da draußen irgendwelche Skills, irgendwelche Erfahrungen und kann die sinnvoll vermarkten und vor allen Dingen auch mit den Dingen, die ihm im Leben im Zweifel passiert sind, anderen Menschen weiterhelfen, auch wenn man noch nicht mal Bewusstsein dafür hat, dass es andere interessiert. Und das Witzige ist ja, wir Menschen lieben Geschichten. Wir Menschen lieben es, anderen Menschen zuzuhören, wenn die etwas Wertvolles, Interessantes und vor allen Dingen etwas zu erzählen haben, was zu besonderen Ergebnissen geführt hat, die der Zuhörer in seinem Leben noch vermisst. Mhm. Also das sind so Erfahrungen, die ich gemacht habe und was es natürlich extrem spannend macht, sich Gedanken darüber zu machen, welchen Wert man für andere darstellen kann, weil häufig betrachten sich Menschen mit ihrem Leben und ihren Erfahrungen gar nicht als besonders wertvoll, dass andere davon in besonderer Weise profitieren können, oder? Ja, absolut, absolut. Und da gibt es ein schönes Beispiel. Ein Bekannter von mir, ähnliche Situation, gesundheitlich, Job ging nicht weiter und so weiter. Wollte auch, ich würde ja auch gerne was im Internet machen. Ich sage, gut, dann nutze dein Wissen, was du hast und vermarkte das und hilf Menschen damit, ein besseres Leben zu leben. Ich weiß nichts, ich kann nichts. So dieses typische, ich sage, Moment mal, du hast ja so ein wunderschönes, cooles Baumhaus da bei deinem Sohn da im Garten. Ja, das habe ich selber gebaut. Ich sage, siehst du, und meinst du nicht, dass diese Fähigkeit, die du da hast, jemand anders nicht hat, aber der gerne ein Baumhaus hätte und damit sein Leben besser machen würde? Hat eine Weile gedauert, bis er zu dem Gedankenprozess dahin gekommen ist. Ich sage, guck mal, pass mal auf. Stell dir mal vor, da ist ein Familienvater, der hat einen Sohn und ein Sohn hätte gerne ein Baumhaus. Mama sagt, oh ja, Mensch, Papa, bau ihm doch mal ein Baumhaus. Wir wollen so ein Haus für unseren Junior. So. Papa ist aber eher so ein handwerkliches Genie wie ich, hat nämlich zwei linke Pfoten, alles Daumen und kriegt nichts hin alleine. Jetzt steht er vor einer riesen Herausforderung, muss in den Baumarkt fahren, weiß gar nicht, was er kaufen soll und wie er das dann zusammenzimmert, um da ein Ding dahin zu basteln. Wie cool wäre das denn, wenn der Vater online geht, eine Webseite findet, wie man ein Baumhaus baut, inklusive Materialliste, wie man es zusammenbaut, wie man es so zusammenbaut, dass es verdammt nochmal hält und Junior nicht samt Haus vom Baum fällt. Gesagt, getan. Was sind die Vorteile von dem Vater? A, er wird nicht zu viel Geld im Baumarkt ausgeben für ein Haufen Zeug, was er nicht braucht. Der nächste Vorteil ist, sein Junior überlebt das Ganze. Das ist schon mal ein Riesenvorteil. Und der nächste Vorteil ist, seine Frau geht ihm nicht mehr auf die Nerven. Bau jetzt endlich dieses blöde Baumhaus, was du schon vor 3 Monaten versprochen hast. Und er hat ja auch noch den Vorteil, dass er vor seinem Sohn, vor seiner Frau so ein bisschen als Held dasteht, weil er es geschafft hat, da so ein cooles Haus hinzuzimmern. Er hat also ein ganzes Paket von Benefits, die er da hat, mit was er mit dem aktuellen Wissensstand, den er vorher hatte, nicht hingekriegt hätte. Der braucht also dringend Hilfe. Und wenn du jetzt weißt, wie man so ein Baumhaus baut, dann schreib da eine richtig geile Anleitung, die sogar ein Mensch mit, wie gesagt, 2 linken Händen und alles Daumen, dass der das hinkriegt, dieses Baumhaus zu bauen, kostengünstig zu bauen, sicher zu bauen und schnell zu bauen. Und dann packen wir das ins Internet. Du schreibst genau
das als Verkaufsargument, ey, pass auf, wenn du keine Ahnung hast, aber du willst das Haus so, du willst, dass dein Kind da sicher spielt, du willst nicht zu viel Geld ausgeben, die ganzen Benefits schreibst du auf, stellst das ins Netz und wenn dann dieser Familienvater, der gerade diese Challenge gekriegt hat, bau so ein Baumhaus für uns, der findet deine Anleitung, du sagst ihm, du, die Anleitung kostet dich, sag mal, 50 Euro, dafür versichere ich dir aber, dass du das nicht irgendwie 200 oder 300 Euro zu viel im Baumarkt ausgibst für ein Material, was du nicht brauchst, damit ist es ein Win-Win, wird der die Anleitung kaufen. Und dann sagt er, ja, vermutlich. Ich sage, siehste, machen. Und schon gibt es jetzt im Netz diese Anleitung für ein Baumhaus. Er verdient damit sein Geld und macht viele Kunden glücklich. Kinder, die überleben, Frauen, die glücklich sind, Männer, die glücklich sind, rundherum Leben wieder besser gemacht, Wert geliefert. Mit einem ganz normalen Wissen, was er hatte, aber nie gesehen hat, dass er daraus ein Business machen könnte, um anderen Menschen zu helfen und damit Geld zu verdienen. Und das erinnert mich zum Beispiel auch an eine Geschichte, die ich vor gar nicht langer Zeit gehört habe. Ich habe mir ein Interview angehört von Pascal Fay. Jetzt muss ich ehrlich gestehen, ich weiß nicht mehr genau, ob es das Thema Adoption war oder ob es das Thema Schwangerschaft war. Zumindest mit künstlicher Befruchtung und all den ganzen Sachen, die dazugehören. Aber er hat da eine Geschichte erzählt, dass er mit seiner Lebensgefährtin, mit seiner Frau, da einen langwierigen Prozess absolviert hat, um zum Ziel zu kommen. Und als die sich dann mal irgendwann überlegt haben, durch wie viele, nennen wir es mal, Hürden sie gehen mussten oder über wie viele Hürden sie springen mussten, gegen wie viele Widerstände sie ankämpfen mussten, haben sie die Entscheidung getroffen, einen Ratgeber rauszubringen, um das anderen Menschen zu ersparen. Und das haben die mit ganz, ganz vielen verschiedenen Sachen gemacht. Und ich denke jetzt mal so an diese Geschichten, wenn du tatsächlich irgendwas mit öffentlichen Ämtern zu tun hast, ja, dann beschreibt das öffentliche Amt in einer extrem kryptischen und teilweise nicht nachvollziehbaren Art und Weise, wie du mit einem Formular umgehst oder du einen Antrag stellst oder wie auch immer. Aber wenn jemand, der seinen eigenen komfortablen, schnellen und erfolgreichen Weg im Umgang mit diesen Formularen gefunden hat, dieses für andere erlebbar und anwendbar in einem kleinen Ratgeber zusammenfasst und für den 2,50 Euro, 3 Euro nimmt, dann macht er so vielen Menschen das Leben leichter, weil unsere Behörden einfach nicht in der Lage sind, zum Beispiel eine leichte Anleitung dafür zu geben, wie man halt mit solchen Themen umgeht. Und vielleicht wollte das auch gar nicht, weil ja dann viel zu viele Leute auf die Idee kämen, staatliche Gelder in Anspruch zu nehmen. Zum Beispiel. Zum Beispiel, ja. Oder ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Stell dir mal vor, du bist ein Fotofreak. Und du machst gerne schöne Fotos. Und jetzt kaufst du dir endlich eine tolle Kamera. Von Kameras habe ich nicht so die Ahnung, aber was weiß ich. Du kaufst dir eine schöne Kamera, die hat auch gut ein paar Euro gekostet. Und jetzt hast du die. Und weißt aber gar nicht so richtig, was du damit machen kannst. Vielleicht das, was du willst, aber nicht, was du kannst. Und vor allem, wie du das machen kannst, was du willst. So, das kannst du gucken. Da gibt es vielleicht eine Bedienungsanleitung dazu. Die hat, wenn es eine gibt, ist die 600 Seiten und ist super technisch. Hat jemand schon mal eine Bedienungsanleitung gelesen? Gibt es ganz wenig Persönlichkeitstypen, die das tun. Und wenn der sich jetzt die Kamera gekauft hat für, sagen wir mal, was war hier, 1600 Euro für die Kamera bezahlt. Und jetzt sitzt du davor und sagst, Mensch, wie kann ich das denn richtig so richtig nutzen? Wie kann ich das meiste rausholen? Logischerweise googelt der danach. Und wenn der dann eine Anleitung findet, ey, pass auf, so kannst du deine, was weiß ich, Canon X35, wie auch immer das Modell heißt, so kannst du das Beste rausholen. Das sind die besten Einstellungen, das sind die besten Möglichkeiten, das geht mit dem Objektiv und so weiter und so fort. Wenn der eine richtig coole Anleitung findet, wie er diese Kamera am besten nutzt und das meiste rausholt, der hat 1600 Euro für die Kamera bezahlt. Der zahlt auch nochmal 50 Euro für die Anleitung, wie er das Beste aus dieser Kamera rausholt, wie er sie am besten nutzt. Und wenn du ach bist oder dich mit dem Thema beschäftigt hast und du weißt ganz viel über diese Kameras, dann kannst du ihm mit dieser Anleitung helfen. Oder noch besser, Problem, vor dem ich gerade aktuell stehe, ich will mir so eine Kamera kaufen. Und wie ich schon sagte, ich habe keinen Plan davon. Und ich kann mir da zwar Gedanken machen und kann danach recherchieren, aber was sind denn die Fragen? Also ich habe ein paar gewisse Fragen im Kopf, die könnte mir jemand beantworten. Und ich habe garantiert ein paar ganz wichtige Fragen nicht im Kopf, weil ich keine Ahnung habe davon. Da kann man zum Beispiel einen Ratgeber schreiben, Anschaffung einer Digitalkamera, die häufigsten Fragen und die wichtigsten Fragen, die du dir stellen solltest, was du definitiv bereuen wirst, wenn du es nicht tust. Würde ich gerade so eine Anleitung kaufen? Ja.
Also, alle, die da draußen jetzt im Umgang mit Kameras extrem geübt sind, wir werden natürlich die Kontaktdaten von Gunnar hier im Podcast entsprechend bereitstellen in den Shownotes. Und wenn es sowas schon gibt, dann direkt mal an ihn schicken. Ja, würde sich bestimmt freuen. Ja, Gunnar, jetzt gibt es natürlich noch eine Menge Fragen, die ich habe. Eine davon ist vor allen Dingen, du hast jetzt ja verschiedene unternehmerische Aktivitäten erzeugt. Du bist extrem erfolgreich in dem, was du tust, was du aus dem entwickelt hast, womit du mal angefangen hast. Und du hast ja auch eine Menge Sachen für andere Menschen schon bereitgestellt, um das Leben anderer zu verbessern, um denen den Zugang zu Informationen zu erleichtern, die sie sich ansonsten gegebenenfalls mühevoll aus dem Netz zusammensuchen müssten. Jetzt stellt man sich natürlich die Frage, erstens, wie viel Geld hast du damit schon verdient? Das wirst du mir jetzt wahrscheinlich nicht im Detail beantworten wollen, was ich auch verstehen könnte. Aber im Vorgespräch haben wir ja schon mal ein bisschen tiefer gegraben und siebenstellig bist du allemal mittlerweile. Und was hat man ab dem Moment jetzt eigentlich, und du bist ja gerade 40, was hast du ab jetzt eigentlich noch für Ziele? Ja, weil wenn man so gemeinhin hört, ist das ja so ein, du hast das Niveau erreicht, in dem man sich finanziell frei fühlt und in dem man dieses Leben leben kann. Was für Ziele hast du denn jetzt? Ja. Also das Ganze ging halt immer darum, Menschen zu helfen, besseres Leben zu haben. Und umso mehr ich das getan habe, umso besser ging es mir. Ich sage mal, der Unternehmer muss einen Profit machen bei dem, was er tut. Und dann kam natürlich, dann kam erstmal die finanzielle Sicherheit, wo man sich keine Gedanken mehr machen musste, wie bezahle ich meine Miete, wie bezahle ich mir ein neues Auto, wie kann ich einen Urlaub bezahlen, das war dann irgendwann weg. Dann ging es irgendwann noch viel, viel besser, das kannst du dir Luxuswünsche erfüllen, ein schönes Cabrio, eine tolle Reise, die du sonst nie gemacht hättest. Es wurde immer besser, immer besser. Und mein Fokus war immer mehr Menschen helfen, mehr Menschen helfen, mehr Menschen helfen. Und irgendwann habe ich festgestellt, okay, finanzielle Freiheit, zeitliche Freiheit, örtliche Freiheit ist eine mega coole Geschichte. Ja, das hätte ich mir nie erträumen lassen, wenn du wirklich tun und lassen kannst, was du willst und wann du es willst und wo du es willst. Und bin dann natürlich dahin gekommen, dass immer mehr Menschen mich gefragt haben, Egona, wie machst du das? Wie machst du das? Ich will das auch. Du hast die tollsten Autos, die tollsten Reisen, du hast immer Zeit für deine Tochter. Wie machst du das denn? Und habe angefangen, das zu zeigen. Und habe dann festgestellt, ey, hier gibt es einen riesen Bedarf, ein riesen Problem, das ganz viele Menschen haben, dass sie eben in diesem Hamsterrad drin sind, in diesem Nothamsterrad, wie du es gesagt hast, dass sie einfach keinen Bock mehr haben auf das Leben, so wie sie es leben. Eben morgens mit diesem Vollpfostenwecker aufstehen, dann stundenlang im Berufsverkehr zu stehen, und man sieht das ja in den Gesichtern. Ne? Du hast es so schön gesagt, Freunde, du siehst es in den Gesichtern, was da für ein Schmerz, für eine Resignation, für ein Aufgeben dabei ist. Und die Menschen sich einfach nur wünschen, bitte, bitte hol mich hier raus. Sie wissen nicht wie, sie haben keine Ahnung, was sie machen sollen, deswegen trotten sie diesen Trott weiter für Jahre, Jahrzehnte, teilweise fürs ganze Leben. Einfach, weil sie nicht wissen, wie würde es denn anders gehen. Da habe ich gesagt, die größte Mission, die ich eigentlich haben kann, ist, wieder das, was ich gemeistert habe, was ich geschafft habe, nämlich aus diesem Hamsterrad, diesem Job-Hamsterrad auszusteigen und das ganze Geld übers Internet zu verdienen, indem ich Menschen helfe. Und das Ganze natürlich dann übers Netz, was so schön möglich ist, zu automatisieren, dass ich nicht täglich dafür arbeiten muss, sondern dass ich einmal arbeite, das Ganze dann automatisiere und das Geld auch reinkommt, wenn ich schlafe, wenn ich mit meiner Tochter spiele, wenn ich im Urlaub bin, wenn ich krank bin, wenn ich, was auch immer, das Geld kommt trotzdem rein, weil die Webseiten, die stehen ja rund um die Uhr im Netz und die verdienen rund um die Uhr Geld, verkaufen für mich quasi. Es ist wie, als hätte ich meinen Verkäufer, der für mich verkauft, während ich nicht da bin. Und umso mehr ich mit Menschen gesprochen habe, die fanden das unglaublich cool. Und ich dachte, weißt du was, die größte Mission, die ich haben kann, ist dann Menschen das zu zeigen und ihren Weg aus dem Hamsterrad, aus diesem frustrierten Gesicht morgens um 6 im Berufsverkehr rauszuhelfen und eine Alternative aufzuzeigen. Wie kann ich denn, wenn ich das nicht mehr will, wenn ich sage, davon habe ich die Schnauze voll, ich hasse meinen Job, ich hasse meinen Chef, ich hasse mein Leben, wie kann ich es besser machen hin zu dem, dass ich sage, ich finde es cool. Ich lebe das, wie ich am Anfang gesagt habe, reiche, freie und glückliche Leben, so wie ich es mir vorstelle. Und den meisten Menschen fehlt dazu Geld und Zeit. Und beides bringt mein Geschäftsmodell. Sowohl eine Menge Geld, als auch eine Menge Zeit.
Und du hast vorhin gefragt, wie viel Geld habe ich damit verdient? Ich kann es dir aus dem Kopf gar nicht sagen, müsste ich nachgucken. Aber ich kann dir sagen, es ist eine ganze Menge. Und am Anfang war das Ziel so, oh, mal 100 Euro am Tag. Wahnsinn. Das wäre 3.000 im Monat, das ist unglaublich. Dann wächst du im Kopf, dann wächst dein Mindset. Dann sagst du, wenn du 300 am Tag, das sind ja 9.000 im Monat, das ist ja unglaublich. Ja, dann hast du diese 300 am Tag. Das ist ja unglaublich. Das heißt, dann gehen aber auch 500. Dann hast du 500. Dann entwickelst du irgendwann die Vision, mal 1.000 Euro am Tag, jeden Tag, so im Schnitt, also 30.000 im Monat. Das ist für die meisten schon im Unvorstellbaren. Da muss man langsam hinwachsen. Und so ist es bei mir auch gekommen. Und dann so 1.000 Euro am Tag durchschnittlich zu verdienen, das war schon ein Wahnsinnsding. Und dann denkst du aber, wenn ich noch mehr Menschen helfe, ein besseres Leben zu leben, dann gehen bestimmt auch 2.000. Und dann kommst du an den Punkt, wo du durchschnittlich 2.000 Euro am Tag verdienst damit, anderen zu helfen, ein besseres Leben zu leben. Und das ist cool. Und dann denkst du dich, so eine Million im Jahr, wie viel ist das denn? Das sind grob gerundet 3.000 Euro am Tag. Und dann denkst du nämlich so, 3.000 Euro am Tag, das ist schon, das klingt spannend. Geht das? Und dann fängst du an zu machen und zu tun und du merkst, ja, es geht. Und dann hast du gefragt nach Zielen. Zielen, natürlich gibt es auch noch ein paar Finanzziele und wir können jetzt sagen, ey, 4.000, 5.000 am Tag. Geil, ne? Aber das wirkliche Ziel, was mich antreibt, ist irgendwann nicht mehr, ob du jetzt 2.000 oder 3.000 oder 4.000 Euro am Tag verdienst. Das ist, ja, es ist schön, wenn man da wachsen kann, aber irgendwie treibt dich das morgens nicht mehr aus dem Bett. Sondern das ist eher das zu sagen, weißt du was, da sind eine ganze Menge Familien da draußen, die haben durch mich gelernt, wie sie das Leben, diesen Job, den sie vorher hatten, den sie gehasst haben, sich nicht wohlgefühlt haben, wie sie das beiseite legen können und das Leben leben können, wie sie es wollen. Und deswegen ist einfach meine Vision, ursprünglich habe ich gesagt, Mensch, du musst mal 10.000 Menschen helfen, 10.000 Familien helfen, aus diesem Hamsterrad auszusteigen. Und das habe ich dann auch erreicht. Das waren weit über 10.000. Da habe ich gesagt, weißt du was, ich helfe 100.000. Und jetzt ist das aktuelle Ziel, dort wirklich 100.000 Familien rauszukriegen aus diesem Jobhamsterrad. Wir sind da mit der Firma auf einem super guten Weg, dahin zu kommen. Und danach wird es ein größeres Ziel geben. Aber die Menschen da rauszuholen aus diesem, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Und jetzt kannst du fragen, warum machst du das? Warum hilft dir das? Und auf der einen Seite, klar, möchte ich dem Familienvater, der Mutter, vielleicht auch der alleinerziehenden Mutter helfen, aus diesem Hamsterrad rauszukommen und einfach sich das glückliche Leben zu ermöglichen, wie sie sich vorstellt. Ein schönes Auto, einen schönen Urlaub, schönes Haus, was auch immer das Ziel dann ist. Das ist das, was mich so ein bisschen ankippt. Aber was mich wirklich antreibt, ist der Unterschied, den es in dem Leben der Kinder macht von diesen Menschen. Weil es ist doch ein Unterschied für ein Kind, angenommen du hast eine Tochter, so wie ich, und die hat halt, ich sag mal, mittwochs 14 Uhr eine Tanzaufführung in der Schule. Papa, kannst du bitte vorbeikommen? Ich möchte, dass du das siehst. Das Kind möchte, dass die Eltern daran teilhaben. Wenn die Eltern dann sagen müssen, nee Schatz, geht nicht, ich muss arbeiten. Und abends kommt die Tochter nach Hause oder der Sohn und hat einfach Probleme in der Schule gehabt. Ne? Da gibt es den Typen, der macht das und das. Aber Mama und Papa müssen sich um das Abendprogramm kümmern, um den Einkauf kümmern. Da hat keiner Zeit, dem Kind zuzuhören. Weil es wieder fehlt, weil am nächsten Tag müssen sie ja wieder arbeiten gehen. Ja, und das Leben muss noch gemacht werden, der Alltag muss verbracht werden. Oder das Kind hat einen Vater oder Mutter, die ihr Geld automatisiert im Internet verdienen, indem sie anderen helfen. Und der sagen kann, natürlich bin ich Mittwoch da. Und wenn die Tochter oder der Sohn abends diesen Redebedarf haben und einfach da ein bisschen Liebe, Zuneigung, Aufmerksamkeit brauchen, Hilfe brauchen, und sagt, dann die Eltern permanent sagen, ja, ich bin da, ich kann mir diese Zeit nehmen für mein Kind. Mhm. Und jetzt nehmen die diese zwei Kinder im Vergleich, angenommen, die Kinder sind beide heute 12, das eine wächst auf, ich muss mit meinem Leben selbst klarkommen und weiß nicht wie. Und das andere, ich bin behütet und mir wird immer geholfen dabei, dass ich meine Probleme löse. Es ist immer jemand für mich da. Was macht das für einen Unterschied in dem Menschen, wenn diese Kinder mal 20, 25, 30, 35, 45 sind? Und das ist das, was mich selber, wahrscheinlich weil ich selber Vater bin und den Unterschied sehe, wie wichtig das ist für die Kinder, dass jemand da ist und immer da ist und nicht nur irgendwann, sondern dann, wenn die Kids das brauchen. Mhm. Und das ist halt ein Riesenunterschied, den man in der Entwicklung der Kinder sieht. Und das ist das, was mich früher aus dem Bett treibt, wo ich sage, weißt du was, ich helfe den Eltern, ja, aber ich helfe den Kids über diesen Ripple-Effekt. Und das
Das ist das, was mich antreibt und was die Ziele sind. Du hast nach Zielen gefragt. Dass ich so viel wie möglich Familie, deswegen sage ich Familie, aus diesem Hamsterrad befreie, damit eben dann die Zeit für die Kids da ist und das Leben der Kids ganz anders verlaufen kann. Und das ist so mein kleiner Teil, um diesen Planeten halt ein Stück besser zu machen. Das ist ein ziemlich cooles Ziel, mein Lieber. Und eine Menge von dem, was du an Zielsetzung hast und wie du rangehst, da haben wir ja viel gemeinsam, wenn ich das so raushöre. Ich glaube, es gibt natürlich noch die ein oder andere Problemstellung, die Menschen bewegen müssen. Um die kümmere ich mich natürlich auch immer gern. Was du ja zum Teil auch schon machst, und das ist einmal natürlich auch diese Mindset-Explosion, die derjenige braucht, der zumindest an dem Punkt ist, dass er fühlt, es muss sich was ändern. Der muss natürlich aber auch an sich arbeiten. Der muss ja überhaupt erstmal eine Mindset, ich würde fast sogar sagen, eine Mindset-Revolution an den Tag legen, damit der andere Denkmuster entwickelt. Weil ansonsten im Weitermachen wie bisher wird sich nichts ändern, außer dass die Frustrationsschwelle sinkt, ja, und die Menschen vielleicht noch schneller niedergeschlagen sind. Und der zweite Punkt ist, dass es vielen Leuten natürlich nicht reicht, nur den Erfolg zu haben und automatisiertes Geschäft zu haben, sondern dass sie sich, und das ist unser Bildungssystem von heute ja, auch viele mit dem Erfolg, den sie dann einfahren, den wirtschaftlichen Erfolg, überhaupt nicht sinnvoll auseinandersetzen können, weil sie keine Ahnung haben, wie sie das Geld sinnvoll für sich arbeiten lassen. Mhm. Ja? Also ich habe das Gefühl, wir könnten gemeinsam sogar 500.000 Menschen helfen oder 500.000 Familien oder mehr, weil das Bedürfnis ist da. Mhm. Ja, es ist natürlich so, jetzt wird es bestimmt wieder Kritiker geben, die sagen, ja, aber irgendwer muss ja die normale Arbeit auch machen. Ja, und es wird natürlich auch eine Menge Menschen geben, die diese ganzen Jobs machen wollen. Aber es gibt eben auch Menschen, die sagen, ich mache momentan einen Job, den ich eigentlich nicht will. Genau. Und für die ist es gedacht. Ne? Also es ist, glaube ich, wichtig, dass immer dann, wenn man darüber spricht, ein Online-Business aufzubauen, dass das nicht heißt, die ganze Welt macht nur noch Online-Business, dann funktioniert diese Welt nämlich nicht mehr, sondern diese Folge bzw. auch diese Stories, die daraus entstehen, die ist natürlich für Menschen gemacht, die sich das vorstellen können und die einen Ausweg suchen aus dem Leben, was sie bis jetzt haben, ja. Die mit ihrem Leben zufrieden sind, die müssen ja auch nichts ändern. Also insofern ist es ganz wichtig, dass auch hier dieser Zwischenton erkannt wird. Jetzt hast du ja nicht nur dieses Ziel, sondern du vermittelst ja auch in gewisser Weise, wie ich mit meinem Podcast, in einem eigenen Podcast dein Know-how und gibst da eine ganze Menge Free Content raus. Ich finde den Titel von deinem Podcast irgendwie ziemlich cool, ja. Show me the money, honey. Ja? Ist ziemlich ja, einprägsam. Was hast du mit dem Podcast vor, beziehungsweise was ist die Zielrichtung und was für Content können die Leute erwarten, wenn sie sich neugierig mal auf den Weg machen wollen, die ersten Folgen zu hören? Ja, also Show Me The Money, Honey ist für mich die Möglichkeit, den Menschen das Wissen, was ich erlangt habe, weiterzugeben. Und wie du schon gesagt hast, es ist, wie verdiene ich denn Geld? Wie sind die Techniken? Was ist Infomarketing? Was ist Facebook-Marketing? Was ist Affiliate-Marketing? Das sind wichtige Dinge, die man wissen muss. Aber das sind nur Samenkörner. Und in Samenkorn bestimmt zwar, welche Pflanze wächst, aber nicht, ob sie wächst. Denn ob sie wächst, bestimmt einfach nur der Boden, auf den dieses Samenkorn fällt. Und wenn das ein richtig fruchtbarer Mutterboden ist, dann wird dieses Samenkorn Erfolg haben. Und Show Me The Money, Honey ist für mich das, dass ich allen Menschen an die Hand gebe, sich selbst zum fruchtbaren Mutterboden zu machen, in dem die Dinge dann, wie verdiene ich Geld, wie vermehre ich mein Geld und so weiter, wo diese Samenkörner aufgehen können. Und wir wissen alle, wir selbst oder unser Einkommen wächst nur in dem Level und in dem Maßstab, wie wir selbst wachsen. Ja? Wie wir uns mehr dazulernen, wie wir unseren Geist erweitern, wie wir uns für neue Dinge öffnen, wie wir uns für neue Möglichkeiten öffnen. Und all diese Techniken, wie verdiene ich Geld, die bekommst du in meinen Produkten, der Digital Money Maker Club und so weiter und so fort. Da wirst du ganz viel finden, wenn du mich googelst. Und das nötige Wissen, diese Persönlichkeitsentwicklung, wie ich immer sage, diese Persönlichkeitserweiterung, nicht nur Entwicklung, das findest du im Podcast. Da ist ganz, ganz viel drin. Wie kann ich meinen Geist,
mein Mindset, mein Wissen, mein Ich so weit erweitern und zum fruchtbaren Mutterboden machen, dass ich die Chance auf Erfolg habe. Weil wenn du zum Beispiel permanent im Mangeldenken bist, es ist nicht genug da. Ja? Das kann ja nicht jeder machen. Ne? Zum Beispiel, wie du angesprochen hast, das kann ja nicht jeder machen. Wenn jeder das machen würde, würde es nicht. Es kann auch nicht funktionieren, wenn jeder Bäcker wäre. Oder wenn wir alle Straßenbahnfahrer wären. Oder alle Taxifahrer. Damit würde die Welt nicht funktionieren. Ja? Das ist für die Menschen, die sagen, ey, ich möchte mein Leben eine andere Richtung geben als heute. Und selbst wenn du sagst, okay, ich verdiene mein Geld im Internet, das musst du ja nicht nur dadurch tun, dass du anderen Informationen lieferst, du kannst ja auch Produkte verkaufen, physische Produkte. Und dann sind wir wieder drin, dass es überall geht. Und das ist halt zum Beispiel diese Aussage, das kann ja nicht jeder machen. Das zeigt schon ganz klar, dass wer so denkt, in einem Mangeldenken ist. Da ist nicht genug für alle da und nicht genug Möglichkeiten da. Und dich dahin zu bringen, dass du sagst, ey, es ist genug für alle da, es ist genug Geld für alle da. Ja, oft ist es auch so, ja, ich hatte zum Beispiel einen interessanten Kommentar bei mir auf der Facebook-Seite jetzt diese Woche. Da stand, ja, man kann ja nur reich sein, wenn es Arme gibt. Und es geht dann immer auf die Kosten der Armen. Und das zeigt mir doch, dass da ganz, ganz stark limitierende Glaubenssätze drin sind. Ja? Es muss doch keine Arme geben, nur weil einer reich ist. Das ist doch Blödsinn. Man nimmt den anderen doch nichts weg, um selber mehr zu haben. Das ist halt dieses limitierenden Glaubenssätze, diese Sachen, die dir eingeimpft wurden. Reiche sind böse Menschen, Reiche sind ziehen andere über den Tisch. Und ja, das gibt es auch. Aber es gibt auch arme böse Menschen. Es gibt auch arme Menschen, die andere über den Tisch ziehen. Das hat mit dem Reichtum und dem Geld nichts zu tun. Ist aber bei den meisten im Kopf. Und diese Sachen zu lösen, dahin zu einem positiven Mindset, zu wie werde ich denn erfolgreich? Wie werde ich finanziell erfolgreich? Was ist das richtige Mindset? Was ist die richtige Einstellung dazu? All das, dafür gibt es diesen Podcast, Show Me The Money, Honey. Findest du überall auf iTunes, auf Spotify, auf Soundcloud, auf Deezer, überall. Ja, den werden wir natürlich auf jeden Fall verlinken, damit ihr nicht groß das Suchen anfängt. Und natürlich werden wir auch deine entsprechende Homepage verlinken, wo man ja auch Produkte finden kann, mit denen du schon vielen anderen Menschen geholfen hast. Lass uns den Podcast, das Interview jetzt langsam abschließen. Und eine Frage, die ich jetzt natürlich noch habe, ist, du bist viel unterwegs. Du bist ja auch ein sehr gefragter Bühnengast. Du trittst auf verschiedensten Veranstaltungen auf. Wo findet man dich? Also, wenn man mal ein bisschen mehr von dir erfahren will, wenn man dich hören will, wenn man dich sehen will. Also auf was für Veranstaltungen trifft man dich so in den nächsten 6 Monaten? Ja, also du findest mich zum Beispiel auf ganz, ganz, ganz vielen Online-Kongressen. Ja, gibt ja jede Menge Kongresse, wo da bin ich jede Woche bestimmt in 2-3 Interviews. Ansonsten Live-Events, OMCO, Online-Marketing-Konferenz in Ingolstadt im September jetzt. Internet-Marketing-Kongress in Berlin, in Frankfurt diesmal. War früher in Berlin, ist jetzt in Frankfurt. Also ich sage mal so, auf allen großen, nennenswerten Internet-Marketing, Online-Marketing-Konferenzen findest du mich eigentlich als Speaker. Ich habe es ein bisschen zurückgefahren, weil es ehrlich gesagt auch anstrengend ist, mal durch die Gegend zu reisen. Ich genieße es inzwischen viel mehr, auch gern mal zu Hause zu bleiben. Aber die großen Konferenzen, die großen Events, da findest du mich definitiv. Okay, sehr cool. Lieber Gunnar, es war ein spannendes Interview und irgendwie habe ich das Gefühl, das war nicht das letzte Mal, dass wir miteinander gesprochen haben, weil ich glaube, dass es nicht viele Menschen gibt, die mit so einer Herzlichkeit, mit so einer Energie und vor allen Dingen mit so einem Weitblick tatsächlich das Ziel verfolgen, anderen Menschen ein besseres Leben machen zu wollen. Denn ob das der ein oder andere jetzt glauben mag oder nicht, aber wir beide sitzen hier zusammen, ich kann dir in die Augen gucken und ich sehe, dass das ein Ziel ist, für das du echt brennst, dass das ein Ziel ist, was nicht irgendwie aus Ego-Shooting-Gründen gebaut ist, sondern weil du selbst natürlich als Vater einer kleinen Tochter weißt, wie wichtig es ist, auch eine gewisse Balance im Leben zu haben. Und wir reden hier nicht von Work-Life-Balance, weil das ist was wieder so eine Bullshit-Ausrede ist, um dir zu erzählen, dass du nicht so viel tun kannst, damit du ein bisschen mehr Zeit fürs Leben hast. Aber das trifft meistens ja nur für Menschen zu, die tatsächlich Lebenszeit gegen Geld tauschen müssen. Und insofern sage ich jetzt erstmal ganz, ganz herzlich Dankeschön. Wie gesagt, wir werden alles verlinken, was zu dir gehört. Und in meinem Podcast ist es allerdings so, dass
ich meinem Gast das letzte Wort übergebe und insofern auch an dich. Was möchtest du meinen Zuhörern gern noch mitgeben? Ja, also ich schließe da gerne immer mit ein paar kleinen Hinweisen. Einmal ist, übernehmt euch wirklich den Tankwart-Test und diese Ausreden und Bullshit-Allergie, wo es einfach nicht erklären, warum es nicht geht, sondern einfach nur, wie geht es, wie kriege ich es hin? Das ist das Einzige, wenn das die Hauptfrage in eurem Kopf ist, dann habt ihr schon so gut wie gewonnen. Und dann schließe ich immer gern mit einem Erfolgszitat, eines der besten Erfolgszitate, was ich je gehört habe in meinem Leben. Und das kommt erstaunlicherweise nicht von Andrew Carnegie, nicht von Napoleon Hill, nicht von Tony Robbins, sondern von Mario Barth. Und Mario Barth sagt immer, nicht quatschen, machen. Und ich habe das sogar als T-Shirt zu Hause. Da steht groß drauf, nicht quatschen, machen. Und wer sich das zu Herzen nimmt, keine Ausreden zu akzeptieren, sondern nur Resultate zählen und dann nicht quatschen, sondern machen. Ich glaube, dem steht nichts mehr im Wege. Der muss erfolgreich werden, ob er will oder nicht. Geiler Abschluss, mein Lieber. Vielen Dank für deine Zeit hier in meinem Podcast und euch allen jetzt natürlich noch einen wunderbaren restlichen Tag. Macht's gut, bye bye, ciao, ciao. Ciao, ciao, bye bye. Das war die neueste Folge von Show Me The Money, Honey. Ich hoffe, es hat dir gefallen und bitte dich darum, lass uns bei iTunes eine 5-Sterne-Bewertung da. 4 Sterne werden von iTunes schon abgestraft. Gib uns eine 5-Sterne-Bewertung, teile den Podcast, like den Podcast, verteile ihn auf Facebook, schick ihn an deine Freunde. Wir leben davon, dass du uns hilfst, die Message zu verbreiten. Ich danke dir von ganzem Herzen dafür. Abonniere den Podcast, teile ihn mit deinen Freunden und wir hören uns in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Show Me The Money.